Mit einem Zeitungsartikel sorgte Bürgermeisterin Katja Wolle am vergangenen Mittwoch für einige Aufregung im Stadtparlament sowie in der Verwaltung. In dem Artikel wies die Bürgermeisterin darauf hin, dass nach ihrer Meinung die Kulturentwicklungsplanung nicht vor der Oberbürgermeisterwahl fortgeschrieben werden sollte. Zudem verwies sie darauf, dass sie dem Beschluss der Stadtverordneten aus dem Jahr 2007 so nicht folgen kann oder will. Sie nannte die 500.000 Euro, die eingespart werden sollen, eine Fantasiesumme. Einige Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung werfen ihr daraufhin Arbeitsverweigerung vor. Denn ohne die Planung haben einerseits die Kulturbetriebe der Stadt keine Planungssicherheit, zum anderen könnte auch das Land, das den Haushalt mit der weiteren Streichung von 500.000 Euro abgesegnet hat, bei einem Nichtbefolgen dieser Vorgabe alle Mittel für die freiwilligen Leistungen streichen. Das hieße dann gar keine öffentlich geförderte Kultur mehr in der Stadt. Und ich habe gesagt, ein Kulturentwicklungsplan, so stand es auch in der Zeitung, ist kein Kulturkaputtsparplan. Und das ist einfach eine wichtige Sache. Also es geht hier darum, zunächst mal um die Sache, was braucht unsere Stadt Frankfurt oder was wollen unsere Bürgerinnen und Bürger, was wollen wir erhalten. Und dann schauen wir mal, wie viel kostet das, kommen wir mit dem aus, was wir haben, was uns auch das Land in Größenordnung zur Verfügung stellt, gibt es Möglichkeiten auch einzusparen. Das ist die jetzige Situation, da sammeln wir alles gerade zusammen. Und eines habe ich auch gesagt, das will ich auch jetzt hier nochmal betonen, es sieht nicht so aus, dass wir in Größenordnung hier Einsparungseffekte erreichen werden. Das liegt, ich glaube, wir müssen 500.000 einsparen. Davon bin ich überzeugt, das müssen wir. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir gemeinsam, die Abgeordneten, die Verwaltung, gemeinsam uns zusammensetzen und überlegen, wo kann man vielleicht das eine oder andere Ressourcen bündeln, wo kann man vielleicht auch ein bisschen optimieren, dass es möglich sein muss, ohne dass wir irgendwelche Einschnitte bei inhaltlichen oder bei Projekten machen, dass dort die Kulturlandschaft der Stadt Frankfurt-Oder erhalten bleiben kann, die wir jetzt haben, und trotzdem wir 500.000 Euro dafür weniger ausgeben. Ich glaube, das geht und davon bin ich felsenfest überzeugt. Naja, das muss man auch im Gesamtzusammenhang betrachten. Also Kultur ist ein kleinerer Teil unserer Haushaltsausgaben. Es gibt viele andere Positionen, die natürlich vom Land insgesamt betrachtet werden müssen. Kultur ist aber ein Bereich, der in alle Lebensbereiche eingreift, auch in die Lebensqualität. Und ich sage mal, hier muss eben abgewogen werden, ist eine Einsparung dann nachher eher kontraproduktiv, indem ich von außen keine Mittel mehr kriege, indem ich nichts mehr für touristische Attraktivitäten anzubieten habe. Also zum Beispiel diese Idee, die Konzerthalle zu schließen, da würde man natürlich... Woher kommt die Idee? Darf ich dazwischen fragen? Also ist mir nicht näher drauf eingehen. So einer Idee geht man natürlich nach, aber man sagt, um Gottes Willen, hier wird wirklich Lebensgefühl massiv gestört. Da spart man zwar ein, aber das ist einfach die falsche Stelle. Mir geht es insbesondere darum, dass erstens Stadtverordnetenbeschlüsse dazu da sind, auch umgesetzt zu werden. Und ich denke, da sollten wir uns insgesamt dran halten. Und das Wichtigste, und das ist mein Aspekt der Kritik auch an der Kollegin, ist, wir sind zurzeit im laufenden Haushaltsgenehmigungsverfahren. Und dieses Verfahren wird sehr eng, weil wir machen nach wie vor Schulden. Und wenn jetzt im Land, und die lesen jeden Tag Zeitung, erkannt wird, dass wir in Frankfurt-Oder das, was wir eigentlich beschlossen haben, gar nicht mehr ernst nehmen und gar nicht mehr gewillt sind, umzusetzen, dann besteht eine sehr, sehr große Gefahr, dass wir die Haushaltsgenehmigung gar nicht bekommen, denn wir sind schlicht nicht mehr glaubwürdig und alles Papier, was wir dorthin schicken, wird als solches anders bewertet. Und vor dem Hintergrund muss ich einfach sagen, wenn wir die Haushaltsgenehmigung auch aus solchen Gründen nicht bekommen, dann wird das Problem viel, viel größer, weil dann alle freiwilligen Ausgaben mehr oder weniger in Frage stehen. Und vor dieser Gefahr warne ich und weise nochmal ausdrücklich hin und bitte auch Frau Wolle, diese Äußerung klar zurückzunehmen, denn es führt zu Irritationen, die möglicherweise schwerwiegende Folgen haben. Frau Wolle hatte 2007 vom Stadtparlament den Auftrag bekommen, 500.000 Euro einzusparen. Sie ist als Dezernentin verpflichtet, diesen Auftrag zu erfüllen. Das hat sie bis dato nicht getan, sondern hat immer von Tag zu Tag oder Monat zu Monat verschleppt. Und die ganze Sache sieht so aus, dass sie auch die Sache bis zu 2010 verschleppen möchte. Und das ist eine Missachtung des Parlaments, wenn ich das mal so sehen sollte. Wir sind für Kulturentwicklung, aber es geht in der Diskussion nicht um Kulturentwicklung. Es geht um Haushaltskonsolidierung, es geht um Kürzungen und Streichungen. Und das ist der eigentliche Punkt. Darum entbrennt der Streit und der feiert fröhliche Urstände. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass aus einer Stadtverwaltung der Oberbürgermeister eine Sprache spricht, der Kämmerer eine andere, die Bürgermeisterin die dritte. Ich warte nur noch auf die Presseerklärung des Herrn Edelmann, dann sind alle vier komplett. Also ich fahre eben ständig Nachdruck. Der Auftrag steht, er wird immer wieder angemahnt.
Und ich wiederhole mich jetzt, ich habe keinerlei personalrechtliche Befugnisse über die Bürgermeisterin, die hat nur der Innenminister. Ich kann nur mit einem Abwahlantrag reagieren oder ich muss ihr das Geschäftsfeld entziehen. Zu der letzten Maßnahme wollte ich nicht greifen und die Stadtverordnetenversammlung hat entschieden, sie will diese Bürgermeisterin so behalten. Ich habe keine Möglichkeit mehr und das werde ich den Stadtverordneten dann auch sagen. Also ich will jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn eine Haushaltsgenehmigung nicht erteilt wird, dann ist es tatsächlich so, dass sämtliche neue Investitionsmaßnahmen erst einmal nicht anlaufen können. Und dann ist es zweitens so, dass nur noch Ausgaben getätigt werden können, die wirklich pflichtig sind. Und das kommt zu einer Situation in der Stadt, die ich mir gar nicht vorstellen möchte an der Stelle. Und deswegen warne ich davor, hier so unbedacht solche Äußerungen zu tun und hoffe, dass die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung auch durch Kollegin Wolle konsequent umgesetzt werden. Wir müssen sparen. Es versteht auch jeder, dass wir sparen müssen, denn wir leisten uns Kultur und lassen sie durch nachfolgende Generationen bezahlen. Und ob das tatsächlich so vernünftig ist, da habe ich meine erheblichen Zweifel.